Ja, hallo, hier ist wieder der Rainer Streetz. Ich freue mich, dass ich euch wieder etwas bringen kann, sagen wir mal so. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal unterhalten über Kontakte und das möchte ich eigentlich heute so klein wenig vertiefen. Kontakte sind meines Erachtens so das Salz in der Suppe. Wieso? Ohne Kontakte ist alles nichts. Kontakte, da fängt es ja eigentlich schon an bei Beziehungen, bei Lebenspartnern und so weiter. Ohne Kontakte alles nichts. So, und natürlich ist das ganz genauso im Geschäftsleben und ganz genauso ist es im Network. Ja, und natürlich ist es auch im Internetmarketing so. Ohne Kontakte, sorry, alles nichts. So, aber es gibt heute immer mehr Menschen, die verlassen sich nur drauf auf diese Kontakte übers Internet. Da kann ich euch ganz klar sagen, da wäre es eigentlich klug, da eine Technik zu haben. So, und wir beim Go for Diamond Team, wir haben dafür eine Technik, wie das mit dem Internet funktioniert. Wie du im Internet sehr, sehr viele Kontakte kriegst. Aber wir haben ja auch sehr viele Leute, die vielleicht nicht so oft im Internet sind, das ist mal Nummer eins. Vielleicht aber auch sagen, oh, die good old school, ja, also die gute alte Schule, funktioniert immer noch und ich muss euch sagen, es stimmt. So eine Liste Leute hat immer noch ihre Vorteile. Das heißt, da hat man etwas aufgeschrieben, das bleibt, das geht nicht weg. Und da fängt es eigentlich schon an. Liste Leute. Und ganz genauso fängt es an, ja, wie lerne ich denn Leute überhaupt kennen? Was mache ich denn heute mit Leuten? Und da sage ich euch, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, egal was ihr auch immer macht, um Kontakte zu kriegen, müsst ihr anfangen, euch selbst zu verändern. Wenn ihr keine Kontakte habt, dann liegt das möglicherweise daran, weil ihr bisher entweder den Wert dieser Kontakte nicht verstanden habt oder kein Interesse gehabt habt. Aber das kann ich mir wenig vorstellen. Ihr seid gerade hier, guckt gerade diesen Video. Warum? Weil ihr Kontakte haben wollt, weil ihr etwas verändern wollt in eurem Leben. So, da sind Kontakte definitiv das A und O. Also, schauen wir nochmal auf die Liste Leute. Ein sehr, sehr gutes Handwerkszeug. Das zweite sind natürlich diese modernen elektronischen Medien, Smartphone oder sonst irgendwas. Kann man sehr schnell in Kontakt reinmachen, man kann sie abpinnen. Man kann Visitenkarten sammeln, immer noch. Ich habe zu Hause immer noch so einen Rotator. Da sind x Visitenkarten drin. Wenn man auf eine Messe geht oder sonst irgendwo, ist nichts einfacher, wie Visitenkarten einsammeln. Das ist jetzt Einsammeln von Visitenkarten, das sind keine Kontakte. Ja, Kontakte ist es dann, wenn ich mit den Leuten irgendetwas anfange. So, und egal was ich auch mache mit Kontakten, wenn ich Kontakte habe und ich mache nichts mit, dann ist das exakt genauso, wenn ich auf einer Diamantenmine sitze und fange nicht an zu schürfen. Ja, so, das ist also exakt das Gleiche. Deswegen nochmal, ob ihr jetzt privat was unternehmen wollt, Beispiel, ihr seid euren Lebensgefährten los, warum auch immer, ja, ihr sucht einen neuen. Ja, ohne Kontakte geht das nicht. Habt ihr aber tausende von Kontakten, wisst ihr, wie toll das ist? Ihr könnt euch raussuchen, jetzt als Mann zum Beispiel, blond, braun, schwarz, dunklere Haut, hellere Haut, groß, klein, dick, dünn, was auch immer ihr wollt. Das könnt ihr doch nur machen, wenn ihr eine Menge Kontakte habt. Ja? So umgekehrt als Frau natürlich auch. Ja? Ihr könnt euch raussuchen, reich, arm, interessant, unterhaltsam. Und das ist ja, was die meisten Frauen mögen, unterhaltsam. Und viel Spaß, viel Lachen. Lachen ist sowieso sehr gesund. Okay, so deswegen Kontakte, das A und O. Salz des Lebens, würde ich mal sagen. Und ich habe das früher schon immer gesagt. Ich habe zu meinen Kindern schon gesagt, als sie noch klein waren im Kindergarten, sage ich, hey, guckt, dass ihr mit den Leuten Kontakt habt, dass ihr mit denen Kontakt haltet. Schreibt die auf. In der Schule ging das weiter. Und soll ich euch was sagen? Die erfolgreichsten Menschen der Welt haben eine never-ending Kontaktliste. Und noch interessanter, die erfolgreichsten Menschen der Welt wissen, wer auf ihrer Kontaktliste draufsteht. Und noch was Interessantes, die wissen auch, was die machen auf ihrer Kontaktliste. Die wissen, was für einen Beruf die haben, die wissen, was die gerne essen, die wissen, was die gerne trinken. Ja? Und man kann sich das merken. Glaubt ja nicht, es wären zu viele Daten. Nee. Unser Hirn, wenn man das bauen wollte als Computer, ich glaube, ist immer noch unbezahlbar. So, deswegen... Denkt dran, fangt an mit so kleinen Dingen, sammelt diese Daten, ja, werdet mal NSA, ja, sammelt Daten, ja, nicht für Spionage, sondern einfach für euch selber, für euer besseres Leben. Ja, und dann kommt der nächste Schritt, was mache ich mit den Kontakten? Und genau darüber werde ich das nächste Mal erzählen. Okay, ciao, euer Rainer Streetz.